Illusion Plus versus Chengdu Champions. Ja, wollte gerade sagen, da muss bestimmt Guan und Xang dabei sein. Und Liu Bei, okay. Die eine. Okay. Sie hat Augen zu, ist nicht so geil beim Fußballspielen. Muss man sagen. Naja, musst du wissen. So. Hat Liu Bei hier vielleicht einen Kampfgeist zum Wirken? Oh ja. Ich vermute mal, deswegen gehen wir jetzt auf... Oh, Feng Feng ist 2 geworden. Sehr nice. Oh, der hat Korugon hier. Also, das ist geil. Den will ich haben. Apropos, gucken wir mal. Ich muss mal noch einen Spielertransfer machen. Ich glaube, das mache ich im Livestream dann live. Und zwar muss ich noch... Ich versuche zumindest noch ein paar rüber zu tauschen. Er hält. Falls der zum Beispiel nicht gibt, dass man den rüber tauschen kann, muss ich mal gucken. Aber das mache ich dann während des Kampfgeistjagd. Alter, wo läuft die denn bitte hin? Geh doch mal nach vorne auf deine Position. Was zur Hölle tust du da? Lauf dir erstmal zurück auf meine Hälfte. Geh nach vorne mit dir. Das kann's doch echt nicht sein. Los. Nein, lauf weiter. Ist es dein verdammter Ernst? Lauf dir erstmal komplett zurück. So, Flanke und Phönixflug hier. Das ist echt krass gewesen. Der läuft einfach mal wieder zurück auf meine Hälfte. Das machen die normalen Spieler auch nicht. Die stehen auch natürlich weiter vorne. Klar, wenn irgendwie Freistoß bzw. Anstoß ist, dann müssen die wieder auf ihre Hälfte, aber trotzdem. In der Regel laufen die auch nicht immer quer hin und her. Nicht zwingend. Manchmal bleiben die auch vorne stehen und warten, bis der Ball kommt. Naja, die dürfen dann nicht in Abseits stehen. Sollte man natürlich auch nicht vergessen. So. Dann nehmen wir mal Weißlut. Was holst du raus? Feuervogel. Okay. Von mir aus. Launischer Spieler Weißlut. Machen wir OC Karma haben, Dingsbums Clan. Okay, Hazama Clan. Nice. Na komm, lauf. Nein, der Ball ist ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Zu schnell. So, Guan. Tut mir leid, ich muss mal die Scan einsetzen. Dankeschön für den Ball. Kein Problem. So, ich würde sagen, wir gehen mal in Miximorph. So. Zack. Und machen Kampfgeist. Silberleiche? Habe ich da gerade Silberleiche gelesen? Silberleiche, Majestät, Agent, Dingsbums. Entweder habe ich es mich verlesen oder das stimmt wirklich.
Oder Lerche. Ich hab irgendwie Leichen. Silberleichen. Majestät. Agent Dingsbums. Gelesen. Ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren, um ehrlich zu sein. Die Defensive hat versagt. Nein, du hast versagt. So, diesmal machen wir mal nichts. Nope. Nein, ich mache hier auch nichts. Komm du mal ran. Ist mir egal. So, Atlantis Damm. Yes. Schön aufhalten. So, ich wollte einen Doppelpass machen. Hat aber nicht funktioniert. Verdammt. Wollen die natürlich nicht mitspielen. Oh. Ich dachte, da wäre jemand. Ups. Ich dachte, da wäre tatsächlich jemand. Ich habe da gerade noch Säbel gesehen. Deswegen hat mich das ein wenig verwundert. Wo treibst du dich wieder rum, Säbel? Wo treibst du dich wieder rum? Nicht da, wo du hier sollst, ne? So, gucken wir mal. Oh, verdammt, wir kommen nicht durch. Zack. Wir können aber noch einmal den Phönixflug machen. Sehr nice. Yes. Obwohl, 300. Knapp 80. Ich glaube, kann ausreichen, muss aber nicht. Oh, es reicht doch aus. Sehr nice. Spitzenschuss. So. Ich möchte gerne nicht die Wiederholung ansehen. Danke. Natürlich hat die Defensive wieder versagt. Ist klar, du bist nicht schuld. Wir wissen's. Wir wissen es. Ja komm, ich gehe trotzdem jetzt drauf, weil den Kampfgeist bringt mir gerade hier nichts mehr. Ich denke mal, da können wir Lowells Kampfgeist rausholen. Ja, da versuche ich da zumindest. Wie heißt gleich? Auch ein Geist-Level abzukriegen. Das könnten wir eigentlich auch machen. Lowell, beziehungsweise. Ja, doch, Lowell. Nachts Bemanter. Bemanter? Bemanter? Was sind das für Wörter? Machtbemanter. Ach, komm nur ran. Komm nur ran. Das ist eh keine Chance. Sag ich doch. Und dann machen wir hier die Königsklaue. Zack. Aufgeschlitzt. Naja, zumindest gefühlt aufgeschlitzt. Das können wir sich noch rumreißen. Sie sind geschwächt, wir sollten ihnen weiterzusetzen. Ha! Ja, wir liegen auch mit 3-0 vorne. Wir haben auch noch ein Teamlevel von 29, aber das ist die erste Mannschaft, die ein wenig schwieriger ist. Also zumindest, wenn man jetzt auf dem gleichen Level wäre und nicht so viele Kampfgeister hätte. Ich bin überlegen. Amaterasu könnten wir leveln. Ja, obwohl, ich habe schon 3 Kampfgeister. Ja gut, dann kann ich nichts machen. Achso, er geht in Rüstung. Ja, von mir aus. Kannst du ruhig machen. Da habe ich nichts gegen. So.
So, wo ist denn unsere gute Tante? Falls ihr da durchkommt, dass sie dann nach hinten geht. So, vielleicht hält Sumner schon auf. Oder Sumner. Ja, okay. Gut, da haben wir das auch. Was haben wir das auch losgeworden? Es wird zwar schwieriger, aber nicht unmöglich, um ehrlich zu sein. Oh. Dankeschön. Ich gehe mal in Rüstung rein und nehme. Was nehme ich denn hier? Windhaken, genau, Windhaken. Silberbleiche. Ach, deswegen habe ich Leiche gelesen. Ich muss mir das Video nochmal angucken. So, Antikosmos natürlich. Das möchte ich gerne auf V3 bringen. Das ist so noch ein Ziel. Lied der drei Reiche. Reicht aber leider nicht aus. Tja, es tut mir leid. Silberblei. Doch, Silberbleiche Majestät. Okay. Kein Wunder, dass ich irgendwas mit Leiche gelesen habe, weil da steht ja auch Leiche drin. Aber mit einem B, nämlich die Bleiche. Silberbleiche. Sehr verrückt. So, dann gehen wir mal. Oh, Kampfgeist. Ich habe immer noch alles aktiv. Ah, neue Torhüter. Gigante. Okay. Gigante kommt raus. Wir gehen trotzdem weiterhin auf Antikosmos. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level up. Das wäre mal schön. Haha. Wie passen wir das denn jetzt? Es tut mir leid. Eine Gigantenzange reicht nicht aus. Kommt für uns. Nein, die nächsten Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Hahaha, wir spielen in einer ganz anderen Liga. So, 5-0 ist schon mal da. Hervorragend. Und das passt, jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die Zeit und bis der Schiri abpfeift. Dann haben wir's. Ach komm, ich mach mal Digi-Scan. Digi-Scan. Nehmen wir mal den Windhaken mit und gehen nochmal einmal auf Antikosmos. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass Antikosmos noch V3 wird. Na, ich glaube, ich kann noch trotzdem noch benutzen. Ja, das könnte auch L4 werden. Hätte ja auch nichts gegen. Um ehrlich zu sein. So, jetzt schauen wir mal. 55 reicht auf jeden Fall noch einmal aus. Aber bis Antikosmos auf V2 war, hat echt lange gedauert. So, Gigantenzange. Oh mein Gott. Es reicht tatsächlich aus. Oh mein Gott. Es reicht tatsächlich aus.
Den nächsten Mal halte ich aber, warte mal ab. Ich glaube nicht. So, 16. Glücksritter nehmen wir mal. Was hast du denn? Jadetiger? Okay. Aber sollte kein Problem sein. Nope, dann machen wir mal nix. Weil das halte ich. Das halte ich. Das ist kein Problem. Dann nehmen wir die wunderschöne Ziege mit. Lofty Kids. Zack. Ja, komm. Ballistenbomber, let's go. Einfach weil wir es gerade können. Oh, ein Blocker. Was machst du Schönes? Ah, okay, nur die große Mauer. Oh, sogar geblockt mit einem Crit. Oho. Oho. Sind wir schon bei 21? Kampfgeist. Amaterasu. Schwingende Nacht Corvus. Göttin der Sonne Amaterasu. Okay. Dann hoffe ich mal, dass er nicht so viel Damage rausdrückt. 300. Ja, doch, das sollten wir. Also 400 sollten wir doch locker schaffen, oder? Ja, okay. Keine Panik auf der Titanic. Aber wir gehen mal trotzdem mal in Quentins rein. Sicher ist sicher. So, einmal drauf schießen. Ja, ich mach einfach mal. Auch wenn das vielleicht nichts bringen wird. Obwohl. Nee. Nicht mit 269. Nein, ich glaube nicht. Er geht in Rüstung, okay. Blasebalg. Oh, er hat gehalten. Er hat seine Muskeln angespannt. Beziehungsweise mit Luft. So, 6-0, kein Problem. Aber war mal wieder ein bisschen spannender. Zack. Sehr schön. Du hast es dir anders vorgestellt. Ja, dann musst du mal einfach mal deine Augen aufmachen. Okay, wir kriegen nur den Wappen. Aber okay. Gut, ja, dann machen wir dann mit der nächsten Mannschaft weiter.